großer Verlierer dieser schwarz-gelben Haushaltspolitik sind vor allen Dingen die Kommunen. Sie scheinen nicht viel Lobby hier in der Landesregierung zu haben. Sie haben große Herausforderungen im Bereich Klimaschutz. Die Verkehrswende muss gemanagt werden. Energetische Sanierungen sind notwendig. Klimafolgeanpassungen sind notwendig. Wir haben ein Programm vorgestellt, wie wir hier mit einem Investitionsprogramm die Kommunen unterstützen können. An der Stelle nichts von der Landesregierung. Insbesondere unsere Stärkungspaktkommunen warten dringend auf den Altschuldenfonds. Frau Scharrenbach, wann liefern Sie endlich? Sie haben es mehrfach angekündigt. Ja, man kann immer auf den Bund zeigen. Natürlich, Sie machen Kongresse. Wir haben auch eine nette Einladung bekommen zu Fachveranstaltungen. Man kann da auch noch Jahre weiter darüber diskutieren. Es muss jetzt gehandelt werden, damit die Kommunen wieder investieren können. Beispiel Flüchtlingsfinanzierung. Auch hier wurde viel versprochen und nicht gehalten. Die Anpassung der Pauschalen für die Unterbringung der Geflüchteten. Die Zahlen liegen auf dem Tisch, sie werden nicht angepasst. Die Erweiterung des Personenkreises um die Geduldeten über 3 Monate hinaus. Die Kommunen warten händeringend darauf, dass auch dies, was angekündigt wurde, endlich umgesetzt werden. Was ist geblieben von der Zusage? Achtung, es gab eine Zusage von Minister Pinkwart. Bis Ende 2019, wenigstens an den Verkehrswegen, gibt es keine Funklöcher mehr in NRW. Okay, wir haben November, es ist noch nicht ganz Ende 2019. Als ich letzte Woche im ICE von Köln nach Düsseldorf telefonieren wollte, war das immer noch nicht möglich. Ich spreche mal gar nicht von den Regionen in Ostwestfalen. Also in Nordrhein-Westfalen können wir von Köln nach Düsseldorf nicht telefonieren. Im Ruhrgebiet ist es fast unmöglich. So viel zu den vollmundigen Ankündigungen. Die Funklöcher werden abgeschafft. Bei der Zukunftsfrage Digitalisierung bleibt es viel Rhetorik und Zielsetzungen. Mit dem Realitätscheck sieht es anders aus. Vor Ort kommt nichts an. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben dazu Änderungsanträge vorgelegt, wie wir zukunftsfähige Investitionen tätigen können. Dieser Haushalt hat keine Zukunftsstrategie. Dankeschön.